Willkommen zurück zu einem erneuten Video auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr dabei seid. Wir spielen heute Emergency Enden. Das ist, glaube ich, auch ein relativ neues RP-Spiel, soweit ich weiß. Und ich wollte mir das auch mal angucken. Der Marcel hat darüber auch schon mal ein Video gemacht. Aber ich noch nicht und ich war auch noch nie drin. Deswegen dachte ich mir, ich will das auch mal spielen. Jetzt können wir uns hier ein kostenloses Fahrzeug aussuchen. Und ich würde sagen, das pinke Fahrzeug sieht doch ganz cool aus. Ah, okay, ist das nicht pink, ist grün. Entsperren. Verriegeln? Hä? Verwenden Sie spezielle Waffen, Fahrzeuge und Taktiken, um extra gefährliche Kriminelle zu bekämpfen. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Busfahrerspawn? Ja, weiß jetzt nicht, was passiert ist. Fahrzeug. Wie kriege ich denn jetzt mein Auto wieder? Inzwischen. Ach, da vorne steht's. Fahren. Also bisher ist es ganz cool eigentlich. So, ich würde mal sagen, dann gucken wir uns das einfach mal komplett an. Also erster Eindruck zu den Fahrzeugen auch, finde ich eigentlich recht ganz geil, muss ich sagen. Ah ja, okay, er fährt einfach so, wie er will. Also das Auto ist ein bisschen langsam, finde ich, aber es ist auch, glaube ich, komplett normal bei so einer Karre. Ich frage mich, ob man hier auch in die Ego gehen kann, weil das Lenkrad bewegt sich auch mit, das finde ich auch ganz cool. Okay, hier werden wir herbe schnell. Ja, ihr könnt auf jeden Fall weitere Sachen gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe wirklich keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß auch nicht, wie man hier blinken tut oder sonstiges. Ja, aber so finde ich das mit den Lichtern ganz geil gemacht. Da ist jetzt auch gerade niemand, ne? Fahr ich einfach mal kurz. Oh, jetzt habe ich einen Stern, weil ich über Rot gefahren bin. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Kann man denn hier irgendwas machen? Also irgendwas ausrauben oder so? Das wäre ja ganz cool. Hier ist eine Tank... Nee, das ist keine Tankstelle, das ist eine Busstation. Können wir die Karte? Ja, können wir. Okay, das ist auch wieder so eine riesen Map eigentlich relativ. Yo! Ah, auch ganz cool, eine Spielstraße. Aber verstehe ich nicht, warum hier 30 steht, weil eine Spielstraße ist doch Schrittgeschwindigkeit, soweit ich weiß. Ist ja auch egal, ist ja ein Spiel, Leute. Jetzt will ich mal gerade ganz kurz gucken. Hier haben wir einen Autoshop. Hier haben wir einen Markt. Hier haben wir eine Bank. Da ist eine Tankstelle. Jetzt frage ich mich, ob man die Tankstelle ausrauben kann. Warum muss das mal Ziel legen? Wo bin ich denn jetzt hier nochmal? Ach da, nee. Das ist ein Dealer. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, recht lost gerade. Kann das sein? Ist ja auch egal, glaube ich. Ja, ich mache mir einfach hier mal eine Markierung oder so hin. Navi starten. Okay. Warum sehe ich mich denn jetzt hier aber nicht? Was soll denn das? Ach, da bin ich. Okay, man sieht einen nicht auf der Karte. Okay, die generiert sich jetzt auch wieder. Opa. Dann fahren wir mal zur Tankstelle und gucken mal, ob wir die ausrauben können. Wäre ja ganz cool zu wissen. Und dann können wir gleich auch mal kurz in irgendeinen Job reingehen und um uns das anzugucken. Ja, wir haben ja jetzt eh einen Stern, dann können wir jetzt auch über die rote Ampel fahren. So, man zahlt dafür auch Geld. Scheiße. Ja, das wusste ich jetzt nicht, ne? Können wir lachen da gerade in der Dings? Lacht gerade durch den Kennzeichen hinten. Ist, glaube ich, von irgendjemandem abgefallen. Ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn die Autos hier kaputt gehen. Kann das passieren? Ich weiß es nicht. Es hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Und die Gesundheit geht auch runter, tatsächlich. Ja, kann ja sein, dass es vielleicht ab irgendwann kaputt geht. Wir machen es jetzt mal. Oh. Boah, Alter. 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 Ey, ist das geil. Ey, das ist ja herbe geil. Ja, mal ohne Scheiß. Das ist wirklich richtig gut. Das ist richtig gut. Also, dass die Autos auch kaputt gehen. Das finde ich richtig geil. Hier ist die Tankstelle. Ach, wow, da sind wir so vorhin voll vorbeigefahren, ey. Das bin so typisch ich. Oh. Die wurde schon ausgeraubt. Jetzt verdächtigen die mich bestimmt. Dann fahr ich mal lieber ganz schnell wieder weg. Gibt's denn noch irgendwas anderes? Machen wir die Tankstelle mal weg. Hier haben wir noch eine Bank, hier haben wir einen Markt. Da haben wir ein Fahrzeug spawnen. Hier haben wir noch eine Tankstelle A. Dann lass mal da reinfahren.
Machen wir das doch mal. Da wird gerade jemand wiederbelebt, hoch. Aber ich muss sagen, es sieht richtig schön eigentlich hier aus, tatsächlich. Das soll, glaube ich, eine Volksbank hier sein. Kann man die auch ausrauben? Gut ausgeraubt, tatsächlich. War ich hier mal wieder weg? Weil ich war das nämlich nicht. Jetzt verfolgt er mich. Oh, und fährt mir auch noch rein. Hallo! Was ist jetzt seine Mission? Aussteigen! Wie kann ich denn aussteigen? Ah, so. Ach krass, die Tür geht sogar offen. Ja, das finde ich ja toll. Also ich glaube, das Spiel können wir uns auf jeden Fall mal öfters angucken. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da was reinschreiben könntet, ob wir das öfter spielen sollen. Haben sie ein weißes Auto gesehen? Jetzt hat er, glaube ich, herausgefunden, dass ich nicht wanted bin und jetzt muss er ein bisschen abdenken. Sir, ich habe keins gesehen. Tut mir leid. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Ja, er hat hier eins gesehen. Ah, okay, juckt ihn gar nicht. Ja, okay, dann fahre ich wieder. Okay, er fährt mir voll rein. Außer rein. Noch Geld. Oh, schnell rüber. geht ja schon herbe ab. Oh, hier ist ein Blitzer. Hier ist auch irgend so eine Musik am Laufen die ganze Zeit, ne? Ich hoffe, das ist keine Copyright-Musik. Hoffe ich mal. Ach, hier geht's rein. Ups. Der verfolgt mich. Der macht mir ein bisschen Angst tatsächlich. Alter, ich fahre hier auch mit diesem Auto hier mit so einer offenen Motorhaube. Ganz witzig. Guck mal, die ist nicht ausgeräumt. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert? Sprich. Okay. Kann ich den Nachricht senden? Alarm? Und wie kann ich das ausrauben? Kann man das überhaupt? Irgendwie? Aber sehr detailliert, gemacht. Um die Tankstelle oder ein Geschäft auszurauben, wählen Sie eine Waffe und bedrohen Sie die Person. Seien Sie nah genug und warten Sie ein bisschen, er wird Ihnen Geld fallen lassen. Ach krass! Sehr stark. Habe ich überhaupt eine Waffe? Nee, habe ich nicht. Da muss ich ja wahrscheinlich erst zu so einem Dealer. Oh Mann! Wo kriege ich denn so einen Dealer? Da ist einer? Aber sonst ist hier keiner, ne? Ist nur da einer. Und hier in der Nähe haben wir keinen. Schade, schade. Oh, das wäre jetzt richtig cool gewesen. Hätten wir das gemacht? Ich hätte das gerne gesehen. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir tanken das Auto einmal noch, um mir das anzugucken. Und ich würde sagen, in dem nächsten Video, wenn wir das nächste Mal hier in Emden unterwegs sind, werden wir hier auch mal eine Tankstelle dann ausrauben. Weil das interessiert mich auf jeden Fall. Das heißt, wie viel Geld habe ich überhaupt? Das muss ich auch mal eben nachschauen, weil das weiß ich nämlich auch nicht. Bankwesen, dein Geld 250 Euro, das ist sehr, sehr wenig. Also wir müssen auf jeden Fall das nächste Mal gucken, wie wir Geld machen. Ich habe mir das jetzt hier mal ein bisschen angeschaut. Die Map ist auch relativ groß, wie ich sehe. Wir haben auch eine riesen Autobahn hier drumherum. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das im nächsten Video sein wird, wie wir die Tankstelle dann mal ausrauben und auch generell andere Teams dann ausprobieren, auch dass wir mal ein Busfahrer oder so sind. Je nachdem. Erinnert mich auch ein bisschen tatsächlich an Hamburg. Von dem Kartenaufbau. Was ich jetzt aber nicht negativ finden muss. Ist ein cooles Spiel. Auch von der Grafik her aus hier jetzt, ne? Ist echt schon ganz geil gelungen. Auch, dass die Autos kaputt gehen. Super geil. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao, Leute.